Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Audio-Podcast von mir, der Tim von The Runner Tim. Und heute haben wir einen Audio-Podcast mit besonderer Anmerkung, meiner Meinung nach, denn wir sprechen über das WePad oder WeTab gegen das iPad sozusagen, denn viele sagen ja, es ist eine Konkurrenz da, die ist auf alle Fälle da, denn ich habe mir das WeTab genauer angeschaut und ich war überrascht gewesen. Naja, wir schauen uns die Infos mal an. Jetzt habt ihr bestimmt schon einige Sachen gelesen von WeTab, aber wir fangen mal an. Der Entwickler heißt Helmut Hofer von Ankershofen. Cooler Name. Also das ist der Geschäftsführer von der Firma Neophonie. Und ja, die Preise haben mich echt umgehauen. Also die sind echt billig. Manche denken wahrscheinlich jetzt, das iPad ist doch billiger. Oder nicht viel teurer. Aber man muss bedenken, es ist das Wi-Fi plus 3G Modell. Also, das gibt es auch nur in der Wi-Fi plus 3G Version. Und ja, die Preise sind echt cool, denn 16 GB 449, das sind echt wenig. Wenig Geld ist es jetzt nicht. Aber nun ja. Und auch das 32 GB Modell ist nicht allzu teuer. Das ist noch nicht mal annähernd so teuer. Annähernd. Wie wir gleich sehen werden, wie das 16 GB Modell. Ja. Dann wollte ich noch was sagen, genau, zum 32 GB Modell. Dort ist ebenfalls UMTS und GPS eingebaut. Ich weiß nicht, wie es beim iPad verhält. Aber egal. Und dann gehen wir weiter zu den Infos, die ihr euch bestimmt schon durchgelesen habt oder kennt. Denn dieses Gerät ist wirklich ein Tablet-PC. Also nicht so wie das iPad. Denn wir haben hier zwei USB-Ports, also man kann auch einen Verteiler anschließen, wenn man möchte. Dann hat es einen integrierten Flash-Player. Also nicht so wie beim iPad. Es läuft zwar dann ein Tick langsamer, aber naja, ich weiß es nicht genau. Ich habe es noch nicht in der Hand gehalten oder sowas. Aber das finde ich auch mal schön, denn durch das, wie ich auf dem iPod Touch, den ich ja jetzt gejailbreakt hat, wer mir auf Twitter folgt, weiß das. Den habe ich jetzt gejailbreakt und dadurch gibt es eine Funktion oder eine Studio-Applikation. Da kann man einen sozusagen Flash-Player installieren. Und dann kann man da auch Flash gucken, aber es funktioniert nicht so hundertprozentig. Und ich glaube auch nicht, dass es so beim iPad so funktionieren soll. Ja, dann haben wir eine HDMI-Schnittstelle und eine, was ich sehr schön finde, eine 1,3 ist nicht viel, aber wenigstens eine Webcam. Also es ist so ein Teil MacBook, aber man kann es halt nicht vergleichen, Tablet-PC einfach. Und die Laufzeit beträgt 6 Stunden, was eigentlich schon gut ist, aber im Gegensatz zum iPad natürlich schon etwas weniger ist. Fast die Hälfte. Wir gehen rüber zum iPad, wo ich nicht so viele Informationen habe. Ach ja, ich würde noch sagen, das WePad ist etwas größer. Es hat ein Display von 29,2 Zentimetern, was der Zollmaße von 11,6 Zoll oder sowas. Ich weiß nicht. Und das iPad hat 7,6 oder so. Könnt ihr ja nochmal schauen. Zoll. Und auch in der Breite haben wir schon bei den Fotos gesehen, ist es etwas breiter, also in der Länge, aber in der Höhe, wenn man es richtig hat, ist es schon ein bisschen höher, weil das WePad ist so ein Rechteckformat. Ja, die Preise sind natürlich teuer, aber es ist Apple. Apple ist auch so eine Art Trendmarke und ja, ich habe mich auch noch nicht wirklich so entschieden, weil es kommt mir auf, ich kenne Apple, es ist eine wirklich wunderschöne Marke, denn es ist einfach, der Touch ist wirklich ausgereift, es ist alles 5-mal überarbeitet, alles 5-mal getestet, so, dass es
super klappt und deswegen weiß ich auch nicht genau, aber ich würde wahrscheinlich das WePad oder das WeTab nehmen. Denn es ist wirklich ein Tablet-PC, womit man alles machen kann, was man eigentlich auch mit dem iPad machen kann oder sogar noch ein bisschen mehr, dadurch, dass es USB hat, dadurch, dass es Flash hat, dass es ein integriertes Mikrofon hat, dass es ja alles hat. Also es ist wirklich wie ein PC, wie ein Laptop, bloß mit Touch, also ein Tablet-PC. Dann, die Preise sind halt sehr, könnt ihr euch anschauen, teuer, aber es ist halt Apple. Und die Laufzeit beträgt 10 Stunden, beziehungsweise 11 Stunden, habe ich gehört. Das ist natürlich schon mehr, aber das iPad ist wirklich auch, viele haben gesagt, es ist ein halbes Notebook. Das kann ich aber nicht bestätigen, denn auch mit diesem, ich weiß nicht, wie es heißt, Clem Case, sieht es wirklich nicht so aus und es ist auch nicht dazu gedacht, ein Notebook. Aber was ich sehr schön finde, was ich euch aber leider nicht zeigen kann, aber wenn ihr auf den Vorbestellen-Button klickt bei iPad, das kann man ja jetzt ab 10. Mai, also ab vorgestern, vorbestellen. Und wenn man da drauf klickt und dann kann man auch mal ein Zubehör. Und da gibt's was ganz Schönes, einen Dock für das iPad mit einem Keyboard dran. Das fand ich sehr schön, obwohl ich würde lieber dann auf dem iPad schreiben. Und der Dock ist auch sehr schön gestaltet. Und außerdem muss ich was sagen, es gibt, habe ich gesehen, da aber auch, könnt ihr ja nochmal nachschauen, ich habe noch nicht so danach geschaut. Es gibt, wie ich gehört habe, einen iPad Camera Connection, iPad Camera Connection Kit. Das ist mit USB-Anschluss oder HDMI oder ich weiß nicht genau, aber es ist so ein Anschluss. Jedenfalls ist an der Seite der Dock-Anschluss eines iPad oder iPods. Ich glaube, iPad ist ein bisschen anders. Und dann kann man da USB oder so anschließen und somit auch eine Kamera anschließen oder irgendwie in USB, also an PC, aber ich glaube nicht, dass es geht. Also auch inaktiv ohne iTunes da Bilder und Videos importieren. Und das finde ich sehr schön. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Schaut einfach mal nach, wäre schön. Und ich glaube, ich beende das Video, denn ich habe genug geredet. Ich würde mir lieber das WeTab oder WePad kaufen, denn es hat ein bisschen mehr Umfang. Es hat einen Flash-Player. Es hat wirklich eine Webcam, kann man Blog-TV machen, überall. Und da werde ich das werde ich mir auf alle Fälle mal durch den Kopf gehen lassen, weil ich finde wirklich dieses WePad oder WeTab wirklich echt toll. Apple ist zwar eine tolle Marke, aber ich finde das WePad, WeTab besser. Der NoFaker96 hat auch ein Video dazu gemacht. Link kommt auch in die Beschreibung. Und dann noch ein kleines Focus Online Video war, wo das WePad im Test ist. Und da könnt ihr euch nochmal ein paar Einzelheiten anschauen. Und das war's mit diesem Audio-Podcast. Ciao Leute, bis zum nächsten Video.